Willkommen zurück zu Die Sims 3. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen umhergedoktert und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt hier einen Auftrag erhalten, dass wir beim Aufbau im Theater helfen sollen. Und das machen wir auch. Nur erstmal starten wir erstmal in den Tag und machen uns hier was zu essen. Ah ja, hier ist noch so Überbleibsel, muss ich mal sauber machen hier. Schnell etwas essen. Ja, ja, du mich auch. Du kriegst hier jetzt schon was zu essen, meine Güte. Danach kannst du dann hier erstmal säubern. Da ist nämlich das, was er beim letzten Mal hier festgestellt hat. Ist ein bisschen dreckig. Gefällt mir nicht. Ja, sobald er das gemacht hat, kann er dann quasi das Dingens machen. Na, isst du auch mal? Ja, geht doch. Meine Güte, hängt er da gerade fest. Warum auch immer. Ein Job ist die beste Möglichkeit, ein Zimmer finanziell zu abgesehen. Na, ich weiß doch, wie ich einen Job bekomme. Mein Gott, warum bekomme ich immer noch diese Meldung? Ich habe keine Ahnung. So, sauber gemacht ist. Du sollst jetzt nicht mit jemandem chatten, du machst jetzt beim Aufbau helfen. So. Und da gucken wir mal, was muss man dafür tun? Außer sich einmal umziehen. Ohne Kleiderschrank, ohne alles. Erstmal beim Aufbau helfen. Danach müssen wir hier mal den Zeitungsmüll entfernen. Ach du Kacke. Meine Güte, sieht ja auch aus hier wie Hulle. So. Dann wollt ihr doch mal kurz gucken hier. Karriere, welchen Tag müssen wir nicht arbeiten? Sonntag. Weil ich wollte eine kleine Party schmeißen, ob das finanziell ausreicht, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann herausfinden. So, mein Zimmer hat einen Star entdeckt. Nein, ich möchte jetzt nichts über Stars erfahren, aber ist ja nett, dass es hier einen Star gibt. Wer bist denn du, ein Polizist? Eugene Hunter. Na, dann ist ja gut. So, er hilft jetzt hier beim Theater. Das ist ja nett. Wir gucken jetzt mal. Was können wir jetzt von hier aus machen? Ja, was haben wir denn überhaupt hier alles in der Nähe? Wir haben hier eine Art Schule oder sowas? Was ist das? Bei Schulfeier auftreten. Ja, natürlich. Aber nicht jetzt. Das können wir gerne einmal machen. Was haben wir hier? Rathaus. Können wir auch mal bei Gelegenheit alles genauer begutachten, was wir jetzt hier alles Schönes haben. Nur erstmal interessiert das uns eigentlich eher weniger, weil wir quasi warten müssen, bis wir arbeiten können und alles. Wie lange braucht man dafür? Steht hier jetzt nicht. Errungenschaften sind eine Methode für deine... Nein. Nein. Und hier haben wir als Lebenswunsch Kochkanal einschalten. Ja, ich will aber gar nicht kochen. Nee, das kannst du gleich mal sein lassen. So. Dann spulen wir mal vor, bis die Aktion hier vorbei ist. Ich hoffe, er schafft das hier, bevor die... bevor die Fahrergemeinschaft vorbei ist. So, geh zur Arbeit, um diese Gelegenheit abzuschalten. Was ist das? Bis Feierabend arbeiten. Ja, dann muss er immer zum Feierabend hin. Und wer ist das? Ach, ein Maulwurf. Oh, ein Hund. Yay, yeah, ich hab einen Hund. Oh, und er ist weg. Was ist das? Ich will jetzt gar nicht bei der Schulfeier auftreten. Er ist jetzt auf jeden Fall am Arbeiten. Das ist gut. Du hast der Band einen großen Gefallen erwiesen und der Gig war der absolute Wahnsinn. Alle sind sehr zufrieden und wissen, ja, bla 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 bla. Und wir haben dafür ordentlich Kohle bekommen. Aber richtig ordentlich. So, als nächstes haben wir tatsächlich Besuche Gemeinschaftsschule für Hochbegabte, um die Gelegenheit abzuschließen. Das machen wir auch auf jeden Fall. Nur müssen wir dazu erstmal duschen. Ne? Also als Stinky möchte ich da nicht auftreten. Und jetzt spulen wir schneller hier vor. Sims müssen nach wie vor auf den Grundbedürfnisse... Ja, weiß ich doch. Ich möchte jetzt nicht so Bedürfnisse wissen. Das wissen wir. Das haben wir gerade erfahren. So. Dann werden wir gleich nach der Arbeit dann erstmal böse Dusche nehmen. Wir haben hier 150 Simoleons verdient. Das ist ja der pure Wahnsinn. Also so langsam kommen wir finanziell voran, dass wir auch machen können, was wir machen wollen. Und dann können wir jetzt erstmal hier eine Runde zocken. Forum durchsuchen ist eine böse Tätigkeit, interessant. Das Unlösbare möglich machen, das können wir auch mal irgendwann machen. Aber erstmal ein Computerspiel spielen, damit wir den Spaßfaktor hier mal erhöhen. Hier ist auch ziemlich fertig von der Arbeit. So, und wenn er das erledigt hat, dann geht's dann gleich in den nächsten Tag. Was haben wir hier? Angespannt. Mama könnte ein paar Stunden Spaß vertragen. Ich bin doch dabei, meine Güte, hab mal ein bisschen Geduld hier. Na, also so ein bisschen Geduld kann er jetzt mal echt haben hier. So ein bisschen zocken, damit hier Spaßenergie hier auch wieder ein bisschen vollgeht, macht ihm voll Spaß, ne? Wenigstens etwas und dann einmal böser Traum.
Damit auch die Energie wieder voll ist, damit er wieder voll zufrieden ist. Kalte Dusche, eine... Ach, er hat kalt geduscht. Ach, das solltest du ja gar nicht. Was haben wir denn jetzt hier für ein... ein Vampir-Treffen ist... ja, das machen wir mal. Gitarre spielen machen wir auch. Das sind alles so Lebenswünsche, die sind eigentlich ganz okay. Müssen wir jetzt quasi nur noch warten, dass wir das auch alles einsetzen können. Haben wir da eigentlich noch hier die Gitarre im Inventar? Wo habe ich denn das Inventar? Was ist das? Das hier diese Lebenszeit? Kann sein. Tatsache, wir haben noch eine Gitarre dabei, das ist gut. Dein Sim hat eine neue Beziehung begonnen. Ich habe gar keine Beziehung, meine Güte. Mammut hat sein Tageswerk vollbracht, ja, das wissen wir. Fahrgemeinschaft, wusste ich. So. Okay. So, ausgeschlafen hat er auch gleich. Kann er dann theoretisch was essen? Frühstückwaffeln geht nicht, weil wir keinen Herd haben. Dann schnell was essen. Müsli. Jeden Tag einmal Müsli passt. So, was haben wir hier? Selbstgemachte Speisen auf einer Party servieren. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist, aber wir machen das. Da wir ja sowieso demnächst hier die Party schmeißen. So, wenn er das gemacht hat, kann ich hier erstmal recyceln. Recyceln. Und... Ach shit, wir müssen ja auch Rechnungen bezahlen. Oh shit. Nicht, dass wir die Rechnungen hier nicht bezahlen. Das wäre fatal. Darum einfach mal ganz schnell hier. Komm, mach mal dein Essen hier. Genau. Oder auch nicht. Hat er jetzt gegessen? Ja, sieht gut aus. Okay. So, nächste. Weg. Nächste. Warte, was ist da? Was ist da? Was ist da? Da ist ein Star. Wer ist da? Amateur-Olympiade. Lama Gedächtnis... Nein, möchte ich nicht. Im Gemeinschaftszentrum ist immer viel los. Möchtest du mehr über sie erfahren? Nein, jetzt nicht. So, jetzt die Rechnung hier bezahlen. Und dann könnten wir theoretisch erstmal rauszoomen hier. Und dann gehen wir hier an die Schule und eine Schulter zwischen 12 und 16 Uhr. Das passt mir ja eigentlich gar nicht in den Kram. Weil wir müssen ja auch noch arbeiten. Das können wir an einem Mittwoch machen, wenn wir frei haben. Okay. Gut, minimieren wir das erstmal. Können wir stattdessen wieder mal Gitarre spielen. Die habe ich im Inventar. Warte, warte, ich hab's gleich, da, Inventar. Allein spielen, Jam-Session beginnen könnte ich eigentlich auch. Könnte ich ein bisschen jammen oder einfach Blues spielen. Aber dazu wäre es eigentlich auch ratsam, wenn du dich mal umziehst. Genau, geht doch. So, und dann wird er jetzt wieder ganz toll hier Gitarre spielen. So, und hat wieder ein paar Lebenswunschpunkte erhalten. Na, das ist ja super. Auch wenn ihm die jetzt nicht viel bringen. Nicht, dass wir jetzt gleich wieder die Nachbarn in der Nähe ankommen und jetzt wieder mein Spiele hier ganz toll finden. Wobei, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ne? Dann könnten wir jetzt theoretisch auch tatsächlich mal hier so ein Rathaus besuchen oder sonstiges. Ne, wir haben 9.43 Uhr, unsere ganzen Leisten sehen gut aus. Rathaus besichtigen. So, hör mal auf damit, das hast du jetzt gemacht, um dein Lebenswunsch hier zu erfüllen. Na los, komm her. Er ist nicht der Schnellste. Er ist echt nicht der Schnellste. Taxi ist unterwegs, okay. So, können wir denn dann auch irgendwie in das Rathaus mit reingucken, oder geht das nicht? Aber hier ein bisschen schneller hier. Wir haben nicht den ganzen Dachzeit. Ich glaube nicht, dass das geht. Nee. Nee, nee. Na gut, dann gucken wir hier nochmal die Nachbarschaft an. Hier ist irgendwie so überhaupt nichts los. Ist wie so eine Totenstadt. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt hier ein Rathaus haben und warum wir das überhaupt besichtigen. Wer ist das? Warte, warte, warte. Ich muss mal hier normale Geschwindigkeit haben. Wer bist denn du? Alan Wade. Interessant, den können wir mal hier
gleich begrüßen oder sowas, wenn wir jetzt gleich fertig sind mit dem Rathaus besichtigen. So. Hier hingehen. Mit denen kann ich nichts machen. Wer ist das? Paul Regen. Oder Paula. Barsch begrüßen. Freundschaftlich begrüßen. Wir tun mal so, als wären wir nett. Damit wir auch mal soziale Beziehungen hier pflegen. Und was denkt die hier? Die denkt an Herzchen, dann ist ja nett. Ja, Mammut, du begrüßt den ja nett, ne? Also Harlan findet, dass Mammut okay ist, ne? Das ist ja schon mal gut. Wir haben jetzt hier lustig. Wir können mal lustig sein, Grimasse schneiden. Das findet er auch noch toll. Ah ja. Was haben wir noch? Romantisch? Nein. Auf Wiedersehen, Gruppe gründen, freundlich. Tratschen. Aha, aha. Jetzt tratscht er über andere Leute hier. Na, das ist ja nett. Wer ist eigentlich dieser Harlan Wade? Ich hab keine Ahnung. So, wir tun erstmal so, als wären wir voll freundlich. Und später irgendwann sind wir dann voll die gemeinen Typen. Über Computer reden. Bist du interessiert an Computer? Ich mag Mäuse. Ganz besonders, wenn die ein Kabel haben. Und da machen die so, wow, und dann geht das an die Decke, und wow. Ja, ich mag auch Mäuse. Besonders, wenn man sie über den Tisch fährt. Okay, freundlich, was haben wir noch? Über Kinder meckern. Wir können auch noch mal ihn so ein bisschen kennenlernen hier. Warte, machen wir auch noch mal. Ah, Kinder, ne, die stinken, die machen überall nur Dreck und Kleber und sowas und bla und blub. Aha, ist für beide nicht so toll. Harlan hält Mammut für langweilig. Ich bin auch ein totaler Langweiler. Und meine Fahrgemeinschaft fährt gleich. Na, das ist ja super. Ja, Busse sind voll toll. Ich fahre gerne Bus, ne? Also eigentlich bin ich Busfahrer. Ja, und ich mag gerne am See fahren. Ja, zu Hause am See fahren? Ja, das macht voll keinen Sinn, ne? Na gut. Dann verabschieden wir uns auch schon von ihm. Und dann müssen wir auch schon wieder zurück nach Hause. Wegen, weil und warum, ihr wisst schon. Damit wir die Fahrgemeinschaft hier nutzen können. Wo ist denn jetzt hier unser Zuhause, meine Güte? Nein, du sollst nicht Schach üben. Du sollst nach Hause finden. Wo ist unser Zuhause? Ich habe mich verlaufen. Zuhause. War das hier? Keine Ahnung. Dadurch, dass ich die Kamera so gedreht habe und alles, habe ich überhaupt keinen Plan mehr, wo ich wohne. Es ist natürlich fatal. Warte, da ist das Rathaus, da ist das. Das heißt, hier die Straße hoch. Und dann hier hin. Bevor du hier mit irgendwelchen anderen Leuten hier tratscht. Warte, wer war denn da überhaupt in der Nähe? Sehe ich jetzt gar nicht. Wer ist denn da? Da ist auch noch jemand. Wer ist denn das? Ey, lauf doch nicht weg, du. Da läuft sie weg, sie will nicht ins Bild. Sie ist weg. Wer war das? Und wer ist das? Hallo? Das ist Twila Summers. Ah ja, und wer war diese Frau, die gerade weggelaufen ist? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier jetzt endlich mal ein bisschen Leben in der Bude hier. Ist ja auch ganz gut eigentlich. Habe mich schon gewundert, dass ich hier in so einer Zombie-Stadt lebe. Aber okay. So, wenn wir dann zu Hause ankommen, dann können wir wieder ein bisschen was essen. Machen wir mal was aus der Mikrowelle. Machen wir dann gleich Abendessen. Machen wir ein bisschen schneller hier. Danach können wir was essen, ein bisschen Spaß haben und dann schlafen gehen und Party veranstalten. Dafür haben wir unser Handy, wenn ich mich nicht irre. Er ist hungrig. Ja, den Hunger werden wir gleich bekämpfen. Ach, jetzt hat er auf der Arbeit gegessen. Dann müssen wir das auch schon nicht machen. Dann kannst du halt einfach... Er hat unermüdlich gearbeitet oder eine Gehaltserhöhung bekommen. Er wird das Gefühl von mehr Geld in der Tasche nie vergessen. Sehr toll. Ich möchte diese Erinnerung aber nicht auf Facebook teilen. Gut. Dann haben wir das gemacht. Dann, wenn er hier mal ankommt hier... Oder kann ich das im Inventar hier auswählen, das Handy... Sammeltagebuch. Das ist das Handy. Party veranstalten geht dann da. Was machen wir dann erst am nächsten Tag?
einfach aufgrund diverser Gründe. Ja, Mammo beim Duschen zu sehen, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Nee, gleich mal zensieren hier. So. Dann, wie gesagt, einmal ein Computerspiel spielen, ne, wie jeden Abend. Eine Runde zocken. So viel Zeit muss sein. Zucke, 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 zucke. Und dann auch schon ein bisschen rumliegen und erstmal hier, ne? Pennen. Erstmal pennen gehen. So, kannst du damit aufhören und ab ins Bett. Los, komm schon. Komm schon. So, wenn er da war, dann kann er danach sich Frühstück machen. Dann können wir auch nochmal ein bisschen sauber machen, obwohl vorher sollten wir dann... Mammut hat genügend Zufriedenheit... Warte. Mammut hat genügend Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte gesammelt, um eine Belohnung zu erwerben. Sie im Zufriedenheit auf Lebenszeitfenster nach, welche Belohnungen zur Verfügung stehen. Was haben wir denn da? Lebenszeitbelohnung. Schneller Metabolismus. Sieh zu, wie dein Körper sich in Windeseile ohne großen Aufwand verändert. Ein neues Ich in wenigen Sekunden. Ah ja. Kostenlose Unterhaltung. Dein Name steht nun auf der VIP-Liste. Interessant. Putzdrache. Entferne doppelt so schnell Schmutz und Seifenreste. Legendärer Gastgeber. Alle werden zur Party kommen und sich bestens amüsieren. Die Party wird der Hammer. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Dingens wäre. Aber okay. Es wäre doch doof, sich bei der Arbeit auszuruhen und fernzusehen, ohne dass der Boss sich darüber aufregt, oder? Profi-Gammler, das ist genau das Richtige für mich. Star des Büros, deine geschäftliche Konversation ist effektiver als je zuvor und deine Kollegen suchen deine Gesellschaft. Unentgeltlich speisen. Interessant. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Es gibt hier schon eine Menge gute Sachen. Ja, später für wie viel? 75? Teleportationsmatte kann deine Transportkosten um 100% senken. Allerdings ist die Fehlerquote auch nicht gerade gering. Interessant. Launenmanager. Der Launenmanager besänftigt das Gemüt und vertreibt dunkle Gedanken. Meistens jedenfalls. Okay. Nehmen wir mal den Profi-Gammler. Fürs Erste. Kann man später auch noch andere Sachen machen. Aber so, für den Anfang ist das jetzt schon mal nicht verkehrt. So, können wir jetzt schon Frühstück essen? Jo. Aber nicht so. Okay, Frühstück servieren? Nein. Schnell was essen. Müsli. Oder natürlich Eiscreme. Jetzt hängt es hier gerade. Muss ja gar nicht sein. Jetzt funktioniert es wieder. Hat es gerade einen kleinen Mega-Lag gehabt. Wieso, weshalb, warum auch immer. Warum auch immer Müsli im Kühlschrank steht. Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Dann einmal reicht hier. Wenn er jetzt hier am Essen ist, dann werden wir dann eine kleine Aufnahmepause machen. Und beim nächsten Mal geht es dann los mit dieser tollen Mega-Ultra-Party, wo wahrscheinlich zwei Typen kommen werden. Aber immerhin haben wir da eine Party veranstaltet, ne? Gut. Dann einmal, na los, essen, essen, essen. So, und während Mammut jetzt hier ist, ne, wie gesagt, auf einer Pause kommt in 3, 2, 1. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei die Sims 3. Bis dann, wünsche ich noch viel Spaß, danke fürs Zuschauen und so weiter, bla, und bis denne.